Gerda Kriegeskorte ist 79 Jahre alt, Landwirtin und hat einen großen Traum. Der ist schwarz und heißt Ferrari. Ein Dörfchen irgendwo im Sauerland. Gerda Kriegeskorte lebt hier seit über 40 Jahren. Die Freundinnen kommen jeden Mittwoch zum Handarbeitsstündchen. Das passt ja auf jeden Fall. Das passt wunderbar. Ich war eh und je schon so ein bisschen draufgängerisch, würde ich mal sagen. Ein bisschen draufgängerisch muss man auch sein für ein Auto mit 381 PS. Gerade wenn man in diesem Jahr noch seinen 80. Geburtstag feiert. Simon Koniecny vermietet diesen F355 GT. Für 150 Euro kann man 2 Stunden mit dem Ferrari auf Tour gehen. Erinnerungsfoto inklusive. So, richtig? Oder bin ich nicht fotogen? Jetzt darf Gerda Kriegeskorte Platz nehmen. Erstmal auf dem Beifahrersitz. Hier sitzt man so schön tief. Bleibt man denn so sitzen? Oder kann man denn so rutschen? Nee, das sitzt fast auf der Straße. Ach so. Ja, ich kann ja nur noch sehen. Ja. Wenn ich jetzt klein wäre, wäre es ja nicht so schön. Der 355 GT ist der einzige Ferrari von Ferrari-Fan. Wenn der am Baum landet, ist die Geschäftsgrundlage verloren. Deshalb darf Gerda Kriegeskorte erst jetzt ans Steuer. Einweisung in ein Katapult. Diesen Ferrari fährt man am besten mit der Bremse. Wunderbar. So, alles eingestellt. So, jetzt immer mit dem Fuß auf die Bremse. Nicht auf Gas, auf die Bremse. Ja? Ganz ausgestreckt, immer schön auf der Bremse bleiben. So, und jetzt haben wir hier die Handbremse, die können wir jetzt lösen. Ja, kribbelt, aber ich weiß nicht, ob es gleich so klappt, wie es kribbelt. Nicht jeder Ferrari-Fahrer ist auch gleich ein Draufgänger. Gerda Kriegeskorte fährt den F355 GT wie ihren Opel Vectra. Von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden. So genau will es die Rentnerin aber nicht wissen. Gemütliche 70 km/h reichen völlig. Ich habe ja nun 48 Jahre einen Führerschein und hatte immer schon mal den Wunsch, Ferrari zu fahren. Und es ist mir heute das erste Mal geglückt. Und da bin ich richtig froh drüber. Also ich bin wirklich begeistert. Gerda Kriegeskorte findet es einfach nur super. Super. Simon Koniecny wird immer nervöser. Aufatmen während der ersten Rast. Die Fans mit Fotohandy lassen nicht auf sich warten. Simon Koniecny ist auf den Touren immer dabei. Nur wenn er merkt, dass der Fahrer das Auto im Griff hat, darf man auch mal draufdrücken. Doch jetzt ist er mit seiner Geduld am Ende. Jetzt darf ich die Lenke für Sie. Denn ich sehe das nicht. Okay, weiter. Simon Koniecny ist die Angst, um sein Auto anzumerken. Doch Gerda Kriegeskorte lässt sich nicht beirren. Schließlich ist das ihr großer Tag. Ein satter Lottogewinn wäre nicht schlecht. Dann würde sich Gerda Kriegeskorte sofort einen Ferrari in die Garage stellen. Dass Simon Koniecny die Fahrt nicht richtig genießen konnte, ist ihr nicht entgangen. Hoffentlich hat mein Chef hier nicht graue Haare gekriegt heute. Es war ein schöner Tag und ist natürlich klar, wenn man als junger Mensch neben jemandem sitzt, der vielleicht mehr als doppelt so alt ist, dann ist das schon eine gewisse Herausforderung. Da muss man also schon sehr viel Ruhe bewahren. Aber das hat wunderbar funktioniert und ich freue mich, dass es ihr auch Spaß gemacht hat. Hallo, da bin ich! Bei ihren Freundinnen aus der Handarbeitsstunde jedenfalls ist Gerda jetzt die große Heldin. Gerda! Ja, es war super! Wie schön, war ein ganz toller Tag.
Und so kehrt wieder Ruhe ein bei Gerda Kriegeskorte und ihren Freundinnen irgendwo im Sauerland.